Hey Leute, na? Wenn ihr die Möglichkeit hättet, euch mit einer Person, egal ob lebendig oder tot, auf Kaffee und Kuchen zu treffen, wer wäre das? Und welchen Kuchen würde es geben? Boah. Das ist ein Klopper. Das muss man erstmal sacken lassen. Okay. Marmorkuchen? Also Kuchen, die Kuchenfrage finde ich leichter. Wieso? Ich finde, Marmorkuchen ist so... So langweilig, Marmorkuchen. Nein, guter, sapschiger Marmorkuchen. Das ist was anderes. Ist wie so eine Spaghetti Aioli, irgendwie, das, die einen guten Italiener ausmacht. Aber mit Sahne dazu. Also ohne Sahne wäre es schon sehr trocken. Spaghetti oder der Kuchen? Der Kuchen. Schon der Kuchen. Aber ich finde interessant, dass du den Kuchen nicht auf den Menschen, mit dem du... Aber man überlegt sich doch, welcher Kuchen passt zum Menschen. Ach, der passende Kuchen sozusagen. Ja, wäre eine Idee, wenn man sich halt für, als Gastgeber noch mal anders also, positionieren wenn möchte. Wenn ich jetzt sozusagen Paul McCartney treffen wollte, ne, würde ich ihm dann einen Marmorkuchen anbieten? Wahrscheinlich, ja. Also einen guten. Warum denn eigentlich nicht? Warum Paul McCartney? Weil ich die Beatles sehr bewundere. Mhm. Und ich glaube, Paul McCartney am meisten von denen. Der hat da mitgemacht, ne? Bei den Beatles. Weiß man heute gar nicht. Mein Papa hat mir mal, haben wir Wetten, dass geguckt? Mhm. 19... Schon mal gut. Irgendwas. Das ist schon mal gut. Ja. ZDF-Patriotin, Gundula Gause. Jawohl. Und da war dann... Thank you for your service. Hat Paul McCartney gespielt. So gleich. Ja, ich meine, das waren noch Zeiten. Das ja, stimmt. Aber darüber sprechen nicht wir mehr sowas wie darüber jetzt sprechen hier. Wir gleich. Darüber wird zu sprechen sein. Ja. Du hast als Kind Wetten, dass ja, das den Markt doch. Soll ich die Geschichte jetzt zu Ende erzählen? Ja, Entschuldigung. Tassim, jetzt hör doch mal auf. Ich habe tatsächlich als Kind nicht Wetten, dass geguckt. Und mir wurde in der Schule mal das Gefühl gegeben, dass man erst vollwertig deutsch ist, wenn man Wetten, dass gesehen hat. Das ist wahr. Oder den Tatort. Und ich habe weder noch gesehen. Aber das ist schade. Weil Wetten, das sind halt ist die Deutschen. Die Deutschen haben mir das Gefühl gegeben. Also ja, aber das finde ich auch schade. Ja. Also total daneben, ehrlich gesagt. Naja, jedenfalls. War Paul McCartney jemals bei Wetten, dass zu Gast? Ja, 400 Mal. Und das wusste ich nicht. Einmal mit seiner Solo-Platte irgendwas Hope of Deliverance gespielt. Genau, ja. Von der Platte. Cover, wo so Beine runterhängen auf dem Cover. Richtig, so Füße, ganz viele Füße. Ja. Also seitdem bin ich Beatles-Fan und Fußfetischist. Bei mir kam das erst darüber. Ja. Und mein Vater hat zu mir gesagt, das da ist der beste Musiker der Welt. Und ich so, oh. Und hab dann angefangen, Paul McCartney zu hören und dann erst irgendwann später gecheckt, dass der auch eine Band hat. Also Marmorkuchen, Paul McCartney? Ja. Okay, Gundula. Gundula, wer ist bei dir? Ja, ich stehe dazu, Angela Merkel. Wollte ich auch sagen, verdammt! Ja, ich hau's gleich raus, ja. Also, Bundeskanzlerin über 16 Jahre, eine sehr erfolgreiche Frau. Kuchen wäre, glaube ich, nachrangig. Ich weiß gar nicht, ob wir zum Essen kämen. Und sonst, ich sag mal, Karottenkuchen geht immer. Ja? Ey, das gibt's nicht. Ich wollte das Carrot Cake aussprechen. Oh. Ist das vielleicht gerade wirklich jetzt? Ja. Ja, dann auch mit dem halt. Weißen Schmand. Ja, Gundula. Ja, waren wir beide. Ich würde bei euch so eine richtige Kult-Medien-Freundschaft passieren. Ja. Ich sehe auch bei euch beiden zusammen so einen TikTok-Account. Podcast denke, das passt vielleicht. Gar nicht, aber es ist irgendwie oder lustig. Oder eine Talkshow, wie wär's denn? Ja. Danke. Nee, Sophie first. Ist die witzig, privat? Ist die charmant? Ist die... Die Angela? Die Angela. Das ist nämlich der Grund, warum ich mit der Kuchen essen möchte. Weil ich habe gehört, die soll... furchtbar lustig sein und Leute imitieren können. Und auch immer, wenn andere Politiker bei irgendwelchen Gipfeln den Raum verlassen haben, hat die angeblich imitiert, sagt man immer so. Okay. Und das würde ich gern mal wissen, ob das wirklich so ist. Aber du möchtest eher, weil sie interessant ist und nicht, weil sie eine nette Gesprächspartnerin wäre. Du möchtest mit der rumflaxen und Round nachmachen. Ja, ja. Und du möchtest über den Sanierungsstau sprechen. Da merkt man, da wird die Freundschaft an ihre Grenzen kommen. Ja. Ich bin halt eher die Ernste und die Nachrichtenfrau und stehe halt auch dann für politische Themen. Und ich bin halt... Ja. Der Pipi kann keinen Fußball machen. Helmut Kohl nachmachen. Ja, genau. Sitz auf. Mach noch mal Sarkozy nach Angie. Sie würde auch sagen, Karottenkuchen ist für uns Neuland. Also sie kennt den nicht. Kennt ihn nicht. Das ist dann einfach, dass er Gemüse drin ist, ja toll. Ja. Tassi, wer wär's bei dir? Ich wollte die ganze Zeit eigentlich eine tote Person, aber habe Richtung Michael Jackson. Ja, richtig. Aber ich, die Aufgabenstellung war doch tot oder lebendig, ist egal. Ist egal? Ja. Aber ich habe mich für Anke Engelke entschieden. Und ich glaube, ein veganer gedeckter Apfelkuchen. Ja. Einfach, weil ich mit ihr gerne darüber sprechen würde oder ich würde sie gerne dazu überreden, auf Social Media tätig zu werden. Ich finde, sie fehlt sehr auf diesen Kanälen. Sie hat auch kein Smartphone übrigens. Ja, und das, ich finde, das ist so super unsympathisch. Also ich ja, Anke Engelke. Das ist ein gutes Handy Take fürs Fernsehen. Ja. Bildschirmzeit, yeah! Yeah. Nokia. Offline sein. Ja, ist halt scheiße. Aber... Aber sie hat einen Podcast und dann hier und da taucht sie auf und ich finde, das ist noch viel zu wenig.
ich würde gern mehr, ich würde gern ihre Instagram-Stories sehen, weil die, glaube ich, unglaublich unterhaltsam wären. Ja. Und gedeckter Apfelkuchen, weil ich weiß, und vegan, ich weiß, dass sie halt vegan ist, weil ich ein Klang so Engelke-Fan bin. Du bist ein bisschen Creepy-Fan. Ja, ich habe alles mit ihr gesehen, ja. Thomas. Angela Merkel. Aber ihr könnt, die ist ja bei Gundula, du kannst ja nicht. Die sitzen zu dritt am Tisch, das geht schon. Ja, das ist jetzt, Bad Cop, Good Cop. Also ich würde mich freuen, wenn du dabei wärst. Ja, dann halt, ich habe ja eben so viel Sand Mark Medlock gesagt, dann halt Mark Medlock. Jetzt du. ja, ich würde, es ist auch ganz langweilig, Conan O'Brien, Late Night Host aus den Staaten, da wir die gleiche Haarfarbe haben und er sehr lustig ist. Und ich glaube, der lebt nicht mehr so lange und ich würde es gerne jetzt noch schaffen.